Wir haben die Wahl, wir können im Gleichschritt mitmarschieren oder unserer Stimme folgen und aufhören nur zu funktionieren. Wir haben die Wahl, wir könnten auch mal was riskieren, wir könnten uns verletzlich zeigen und die Hoffnung nicht verlieren. Wir können es versuchen, anstatt gleich aufzugeben und uns Mut machen, die guten Seiten sehen. Uns verbünden, statt aufeinander loszugehen. Wir können wählen, ich entscheide mich für die Liebe und für die Menschlichkeit. Denn nur wenn ich geliebt wird, hört auf ein Mensch zu sein. Ich entscheide mich für den Frieden und ich höre immer auf mein Herz. Wir sollten anfangen, uns zu lieben. Ich weiß genau, wir sind es wert. Es ist mir egal, wie oft ich selbst den ganzen Hass, das ganze Leid am eigenen Leib erfahren hab. Es ist mir egal, denn wir haben die Wahl, die ganze Wut und all die Ängste abzulegen, unsere Feinde zu umarmen und uns selber zu vergeben. Lasst uns zusammenführen, was längst zusammengehört und nie wieder wegsehen, sondern voneinander lernen. Und wenn es das Letzte ist in dieser kalten, harten Zeit, ich bleib weich, ich entscheide mich für die Liebe und für die Menschlichkeit. Denn nur wenn ich geliebt wird, hört auf ein Mensch zu sein. Ich entscheide mich für den Frieden und ich hör immer auf mein Herz. Wir sollten anfangen, uns zu lieben. Ich weiß genau, wir sind es wert. Hört auf, ein Mensch zu sein. Ich entscheide mich für den Frieden und ich höre immer auf mein Herz. Wir sollten anfangen, uns zu lieben. Wir sollten anfangen, Mensch zu sein. Ja, hallo Freunde. Es wird immer abstruser mit dem Internet. Heute geht scheinbar so gut wie gar nichts. Wir kriegen hier, wir senden im Moment übers Handy. Wahrscheinlich ist hier der WLAN, wie sagt man, na, dieses Ding, der Router abgestürzt und wir kommen da im Moment nicht ran. Wir versuchen jetzt hier übers Handy zu streamen und sind dadurch im Moment wohl nur auf YouTube zu sehen und damit auch auf unserer Webseite www.liederbuch-zwickau.de. Aber mal sehen, wie lange es geht und wie lange mein Handy durchhält. Ich weiß nicht genau, wie viel ich dort noch sozusagen Guthaben habe, dass wir da mit einer halbwegs akzeptablen Leistung durchkommen. Aber auf YouTube sehe ich, läuft es im Moment. Ja, ihr habt euch sicherlich gewundert, Berge, eine Berliner Band. Ich habe die mal vor Jahren in Berlin tatsächlich kennengelernt, als ich hier mit Baru rumgezogen bin und wir solche Showcases für irgendwelche Manager und Plattenfirmen gemacht haben. Da waren die auch dabei und ich fand die sehr geil. Und das Lied, was ihr jetzt gerade gehört habt, das passt irgendwie zu unserer Aktion. Wie geht's weiter nach Corona? Die Frage stand ja immer.
Wir haben vergessen, unsere Sponsoren einzublenden. Ja, und das fand ich eigentlich gut, weil es sind ja im Moment Entwicklungen im Gange, die einen schon in gewisser Weise beunruhigen, vielschichtig beunruhigen. Einerseits habt ihr vielleicht mitbekommen, dass ich mich ja selber engagiere, für die natürlich auch im eigenen Interesse, das gebe ich hier offen zu, für die Solo-Selbstständigen, die ja im Moment keinerlei Unterstützung erfahren. Die Kanzlerin hat dann offenbar auf mein Bestreben hin ja zumindest zugesichert, sich darum kümmern zu wollen. Wir werden schauen, was daraus wird. Wir verfolgen das auf alle Fälle weiter. In der Zeitung, die Jungs sind ja auch aufmerksam geworden, fand ich gut, dass die dazu was geschrieben haben. Was ich nicht so gut finde, das sind die Aktionen, die jetzt immer samstags und ich glaube auch montags 19 Uhr laufen. Nämlich diese Spaziergänge, die leider, die Vermutung nahelegen, dass es sich Kräfte zunutze machen, den Unmut der Bevölkerung, die wir vielleicht auch gar nicht wollen. Und insofern sollte man sich überlegen, ob man sich am Montag den Livestream 19 Uhr anguckt oder auf so eine Demo geht. Das ist vielleicht ja die bessere Adresse. Und möglicherweise kommt ihr doch dazu, euch mal Gedanken zu machen, was wir vielleicht nach Corona anders machen sollten. Und damit meine ich jetzt nicht zwingend Liederbuch oder die Künstler, die hier spielen, sondern vielleicht auch jeder selber, vielleicht auch unsere Gesellschaft. Zwei Leute haben ja schon was geschrieben, das werde ich demnächst hier auch wieder mal zum Besten geben. Aber es ist allgemein noch recht wenig passiert und ich denke, das Lied von Berge, das gibt zumindest ein paar Anregungen, in welche Richtung man vielleicht mal nachdenken sollte. Und es würde mich freuen, wenn das der ein oder andere von euch tut und mir vielleicht doch noch ein kleines Video zukommen lässt. Die gute Nachricht ist, wir haben seit unserem letzten Livestream vorige Woche Montag sage und schreibe 325 Euro an Spenden und an verkauften Karten für das Danke-Konzert, was möglicherweise tatsächlich am 26.06. stattfindet, verkauft und eingenommen. Wir sind im Moment dabei, für die 2 oder 3 Juni-Konzerte zu eruieren, welche Voraussetzungen wir erfüllen müssen. Das ist ja im Moment nicht so ganz klar. Wir sind da aber im Kontakt mit den Behörden und wir hoffen, eine Lösung zu finden. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird es nicht in der St. Barbara möglich sein, weil die ist einfach zu klein. Da könnten dann wahrscheinlich nur 20, 30 Leute kommen und das ist ja auch, glaube ich, Quatsch. Wir versuchen da eine Lösung zu finden und in einen größeren Raum zu gehen, möglicherweise in die Christuskirche in Lichtentanne. Aber im Moment ist das alles noch ein ungelegtes Ei, wie man so schön sagt, weil keiner weiß, was das im Einzelnen bedeutet, welche Voraussetzungen letztendlich zu schaffen sind. Ich halte euch da auf alle Fälle auf dem Laufenden. Wir werden jetzt am Freitag im Vereinsvorstand zusammensitzen und ich denke, da haben wir vielleicht schon ein paar Informationen, die ich dann nächste Woche hier kundtun kann, weil ich bei der nächsten Woche bin. Ganz wichtig, nächste Woche nicht Montag, nächste Woche Livestream am Dienstag und ich hoffe, dass wir es dann besser hinkriegen als heute und wir tatsächlich auch live streamen können. Ansonsten kann ich ja nur alle hier darauf verweisen, dass wir dann ab morgen quasi unsere Aufzeichnung zeigen. Ja, Schrauben-Jedi heute und gestern, das ist diese CD. Er hat ja hier bei uns gespielt, ihr erinnert euch, das war glaube ich das dritte Livestream-Konzert. Er ist damals verbotenerweise aus Leipzig angereist. War ein tolles Konzert, hat viel Zuspruch gefunden. Er hat mir eine CD dagelassen und die wollen wir heute unter denen, die die Ankündigung für diesen heutigen Livestream sozusagen geteilt haben, auslosen. Und es waren tatsächlich erstaunlicherweise gerade wieder 6 Leute, nämlich die. Und es kommt wieder mein Würfel zum Einsatz, der geht genau von 1 bis 6. Also irgendwie müssen die das mitgekriegt haben, dass nur immer 6 Mann hier mitmachen. Liegt natürlich auch daran, dass sich die das teilen und in unserem Verein sind oder die selber Künstler sind, die hier gespielt haben, natürlich aus dieser Verlosung ausschließen. Am Ende gewinnen die noch ihre eigene CD. Das würde ja keinen Sinn machen. Ich würfel jetzt einfach mal und ich komme auf die Nummer 4. Und jetzt schauen wir mal auf unsere Liste, wer die Nummer 4 ist. Das ist die Siglinde Butzek. Die werde ich morgen auf jeden Fall kontakten und mir die Adresse geben lassen. Sie gewinnt heute diese CD. Wir danken dafür auch den anderen natürlich, dass sie die Veranstaltung heute hier
geteilt hat oder geteilt haben, denn das ist im Prinzip der wesentliche Bringer. Wir haben ja, um das mal zu sagen, auf den Livestreams, auch die man sich ja danach angucken kann und mit den Streams und Record-Veröffentlichungen, die wir dann immer noch am Folgetag bringen, haben wir teilweise also über 2000 Views drauf. Das ist schon erstaunlich und das geht natürlich nur dadurch, dass ihr das im Internet auch entsprechend beitragt. Aber ich glaube, jetzt habe ich fast genug gequatscht. Oder habe ich ja noch was? Ja, Würfel steht drauf, Trailer was sagen, 325 Euro. Also ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Und dann kommen wir jetzt mal dazu, weswegen wir eigentlich hier sind, nämlich wegen der Musik. Und heute ist diese Band bei uns, die haben ja schon mal eine CD gegeben, die wird also demnächst auch verlost. Und ja, ich denke, die stellen sich ganz einfach selber vor, indem sie uns was spielen. Oh, und jetzt sehen wir sie gar nicht. Das ist auch interessant. Heute geht wirklich viel schief. Wir gucken nochmal. Die Kamera ist aus. Warum eigentlich? Ich muss mal aufstehen und muss an die Kamera gehen. Meine Fresse. Heute haben wir wirklich einen ganz schwarzen Tag erwischt. Wieso denn das? Uzi Dirken. Irgendwie wird es jetzt scheinbar vielleicht. Strom ist eigentlich da. Ja, wir können der Sache näher. So, jetzt wird es glaube ich gleich besser. Mal gucken. Ach ja, Freunde, das ist heute also ganz verrückt. Ja, tatsächlich, das sind zwei Leute. Und wir sehen sie. So, Kaiman, Jungs und Mädels, legt einfach los mit dem ersten Song. Seht euch den Drachentöter an. Mit Schwert aus Holz, was singen kann. So zieht er von Stadt zu Stadt und singt, was er zu sagen hat. Zähne zusammen, die Stiefel wetzen. Bloß hier mal kein Moos ansetzen. Die Fahne hoch, die Fackel brennt. Das Gefühl, das jeder kennt. Oder besser kennen sollte. Heute starte ich die Revolte. Die Qual der Wahl, nun siehe da. Zwischen Pest und Corona. Und um dieses schnell zu heilen, sollten wir uns schon beeilen, diese Drachen zu bezwingen, müssen wir mehr Lieder singen. Seht euch den Drachentöter an, mit Schwert aus Holz, was singen kann. So zieht er von Stadt zu Stadt und singt, was er zu sagen hat. Juhu! Jetzt. Was hat er denn zu sagen? Jetzt hat er was zu sagen. So, jetzt, sehr schön. Er sagt meistens nicht so viel. Also das tut mir recht herzlich aber leid, dass wir heute hier solche Wahnsinnsprobleme haben. Wir haben die Rechner hier ein paar Mal rauf und runter gefahren und wie gesagt, versuchen es jetzt übers Handy, weil wir einfach kein Internet zustande bekommen heute. Und ja, ich hoffe doch, dass ihr wenigstens auf YouTube was hört, wenn ihr schon nichts seht, weil zumindest bei mir hängt das Video jetzt gerade wieder. Kann aber sein, dass das bei euch besser aussieht. Das wollen wir mal hoffen. So, ja, Kaiman, man denkt ja da zunächst an so eine Art
Tier aus dem Zoo. Nein. Nein, aus Natur. Gar nicht Zoo. Nix Zoo. Also der Name ist natürlich naheliegend, wenn man eure Vornamen kennt. Rostusch. Ja. Ja. Aber, kann ich auch Manuel, ne? Genau, aber war das auch ein Wortspiel in diese Richtung, dass ihr in die Tierwelt sozusagen mit reinguckt? Weil du hast ja zumindest, Kai, du hast ja zumindest einen Bauernhof. Also. Ja, aber kein Mann. Nein, das war einfach so diese lustige Wortschöpfung aus unseren Namen, okay, die wir uns da so überlegt haben. Schön. So, ich freue mich ja, dass ihr deutschsprachige Musik macht und in der Hoffnung, dass die Texte durchgehen. Wir können auch ein bisschen Englisch. Okay. Manchmal. Na, dann gucken wir mal. Da kommt vielleicht auch was heute, oder? Ja, das ist der Hauptsache. Nein. Okay, das hat der Hauptsache. Ach so, und ja, habt ihr eigentlich was zu trinken? Ja, ich bin jetzt mal auf Wasser umgestiegen. Das ist gut. Ich habe ja bis jetzt Wasser getrunken, weil ich habe es unglaublich im Kreuz und musste vorher erst mal 2 Schmerztabletten nehmen. Aber wir nichtsdestotrotz... Wir müssen jetzt aber auch ganz schnell Musik machen. Nichtsdestotrotz, nicht wahr? Mein Corona, das ist das Limit. Wenn die alle ist, ist Schluss. Zum Wohl. Ich habe Kai gleich ganz durcheinander gebracht mit meiner neuen Textschöpfung. So, ich übergebe mal jetzt an euch. Ja. Habt einfach Spaß. Jo. Und wir schauen mal, was draus wird, ne? Alles klar. Zieh mal dunkle Wolken auf und du bist am Lenker für die schönen Dinge. Macht man doch einen Schlenker. Willst nicht als Tiger starten und als Bettvorleger enden. Mach ne kleine Kurve, nicht das ganze Schiff wenden. Das will alles karibisch vorbereitet sein. Hör auf dein Herz, es wird stets bei dir sein. Öffne den Geist und zeig dein Gesicht. Nur so spürst du den Wind und es schimmelt auch nicht. Tagesform, hast die Laune verloren, ja, dann hilft es enorm, sich nen Spaß daraus zu machen und selbst an- und auszulachen. Mal bist du Hund und mal der Baum, immer gleich, das klappt halt kaum. Die Knüppel, die sie dir zwischen die Beine legen, stammen von dem Holzweg, auf dem sie sich bewegen. Bau ein Floß daraus und gehe mit der nächsten Welle stiften. Wink fröhlich noch zum Abschied, Mittelfinger liften. Das will alles karibisch vorbereitet sein. Hör auf dein Herz, es wird stets bei dir sein, öffne den Geist und zeig dein Gesicht. Nur so spürst du den Wind und es schimmelt auch nicht. Ach, ohne Applaus. Irgendwie traurig. Das ist seltsam, ne? Das ist auf alle Fälle sehr seltsam. Das haben ja alle bemängelt. Ja. Aber da müsst ihr jetzt einfach durch. Ich habe mir ja extra was mitgebracht, aber das ist nur so kurz. Sehr gut. Schwarz und weiß, kalt und herrlich heiß, drüber drunter, viel zu müde oder munter, riesengroß, winzig klein, klares Wasser, reiner Wein, Gegensätze ziehen sich an, damit die
dreckig, sauber, leckig. Jacke, Hose, hau drauf, Mimose. Leise Töne, mega laut, dickes Fell auf nackter Haut. Gegensätze ziehen sich an, damit die Welt sich drehen kann. Es geht nicht nur um Geben oder Nehmen. Wo Licht ist, wird man Schatten sehen. Nur so kann doch ein Bild entstehen. Erkenntnis findet sich erst im Extremen. Geben wir doch gar nicht zu. Das Schöne ist, jeder hat ein Gehirn, was er benutzen kann, und das tut einfach die Fehler von selbst ausgleichen. Ja, so funktioniert das doch. Aber noch besser ist, wenn man das bewusst steuert, quasi selber denken. Gerade in heutigen Zeiten angesagt, finde ich. Die Kinder in die Schule schicken, bis sie so wie alle anderen ticken, haben wir immer so gemacht. Und sonntags gehen wir dann in den Zoo, da sind die vielen Tiere so froh, das haben wir immer so gemacht. Neueste Technik angepriesen, das Alte auf den Müll geschmissen, haben wir immer so gemacht. Und spurt mein Körper mal nicht mehr, nehm ich mir halt ne Pille her, das haben wir immer so gemacht. Ich könnt mir ja beim selber denken, eventuell das Hirn verrenken. Was kümmert mich der anderen Scheiß, dafür habe ich keine Zeit. Bildzeitung und Tagesschau, damit macht man sich doch schlau, das haben wir immer so gemacht. Mal im Jahr in Urlaub düsen, schwängernd Luxus draufgeschissen, habe immer so gemacht. Mittags Schnitzel und abends Wurstbrot, einmal sowieso überall mit Nein, das haben wir immer so gemacht. Lebensmittel enorm gehackt und dann straff in Plastik gepackt, haben wir immer so gemacht. Ich könnte mir ja beim selber denken, eventuell das Hirn verrenken. Was kümmert mich der anderen Scheiß? Dafür habe ich keine Zeit. Ob rechts, ob dick, ob dünn, für jeden steht die Wahrheit drin im weltweiten Netz. Kann mir diesen Glauben erlauben, mit den blinden Stummen und Tauben, selig gehe ich ins Bett.
solange ich alles das noch sicher hab. Lauf ich brav weiter im Hamsterrad. Wenn einer kommt und diese meine Welt bedroht, seh ich leider ein bisschen blau. Ja, so viel dazu. Wir gehen über in etwas entspanntere Gefilde. Über Politik mag ich zurzeit nicht mehr so gern reden. Deswegen lassen wir es ein bisschen zwitschern. Sitzen auf der Gartenbank in der Sonne, Füße hoch, kühles Blond, was für ne Wonne. Dazu rauchen wir fröhlich Kräuterzigaretten. Wir haben jetzt alles, was alle gern hätten, denn wir chillen, ja wir chillen, ganz im Stillen. Ruhen uns aus vor dem Haus in der Sonne. Am Abend brennt die Tonne vor dem Haus. Wir ruhen uns aus. Wir würden ja eventuell, doch komm nicht empor. Zuweilen kommt sowas eben vor. Entspannt euch mal, Leute, sagte die Schamanin, und so halten wir uns fern vom weltlichen Wahnsinn, und wir chillen, ja wir chillen, ganz im Stillen, ruhen uns aus vor dem Haus, in der Sonne, in der Sonne, und am Abend brennt die Tonne vor dem Haus, wir ruhen uns aus. Ja, wir chillen, tragen Sonnenbrillen und lauschen den Grillen, ruhen uns aus vor dem Haus, in der Sonne, in der Sonne. Und am Abend brennt die Tonne vor dem Haus, wir ruhen uns aus. Haben wir euch eins gezwitschert. Das macht Spaß. Ja, wenn man sich richtig ausgeruht hat, dann bricht man auf. Dann hat man wieder Kraft zum Aufbrechen. Das tun wir jetzt. Mach mich krumm, lass mich verbiegen, Knick im Flügel, Traum bleibt liegen. Was Richtiges lernen, es zu was bringen, im Maßstab der anderen eigenen Raum erzwingen. Man ist erst wer, wenn man was hat, von diesem Dreck werd ich nie satt. Allein mein Herz weiß, was ich brauch, und wenn's mal still ist, hör ich's auf. Dann will ich alles dafür geben. Es gibt kein richtiges im falschen Leben.
Ich spür die Sehnsucht in mir beben. Es gibt kein richtiges im falschen Leben. Wenn Türen sich öffnen, fallen andere zu. Na klar, lass endlich los, was einmal war. Und hab ich doch die falsche Abfahrt genommen. Die nächste Chance wird sicher kommen. Bedenkenträger gibt es immer. Sie meinen's gut oder noch schlimmer. Ich zahl mein Lehrgeld ohne Mohn. Wer nichts riskiert, hat schon verloren. Bleib nicht an alten Mustern kleben. Es gibt kein richtiges im falschen Leben. Immer weiter, weiter streben. Es gibt kein richtiges im falschen Leben. Dann will ich alles dafür geben. Kein richtiges im falschen Leben. Ich spür die Sehnsucht in mir beben. Es gibt kein richtiges im falschen Leben. Im falschen Leben. Im falschen Leben. So ist das. Weisheit am Montag. Aber jetzt, wenn es zu heiß wird, geh halt raus aus der Küche. Das ist jetzt ist übrigens das Lied, wo wir auch mal uns an Englisch versuchen. An selbstgebautes Englisch mit eingebaut. Warte mal, muss ich jetzt hier irgendwas machen? Ich tauche kurz ab. Ich bin immer wieder erstaunt, wie man seine eigenen Texte plötzlich nicht mehr kann, wenn man die dann performen soll vor nicht vorhandenem Publikum. Doch, es ist bestimmt jemand da. Ist jemand da? Juhu! Es ist jemand da, aber also, sie schreiben halt, dass die Ton- und Bildqualität einfach schlecht ist. Schade. Das bleibt immer wieder hängen. Ich habe schon gesagt, sie sollen dann halt einfach morgen mal schauen. Verstehe ich. Weil wir können es nicht ändern. Nee. Es ist einfach jetzt so. Wie es ist. Wir werden euch damit belästigen. Mit ja, genau. Ne? Und wir können ja an der Stelle vielleicht ja auch erwähnen, dass es ja noch eine CD geben wird von all den Leuten, die hier aufgetreten sind. So eine Art Sampler, so eine Art Corona-Sampler. Corona-Sampler. Apropos Corona, ich muss nochmal anstoßen, zum Wohl. Jo. Ich übe schon mal mein Englisch. Corona-Sampler. Genau. Und da wird von jedem Act sozusagen ein Song drauf sein, von euch auch. Ihr könnt es euch ja dann raussuchen, welchen wir nehmen. Und ja, das erzähle ich dann vielleicht das nächste Mal und zeige vielleicht auch schon mal, wie die CD aussehen wird. Ne? Also dann einfach weiter, würde ich sagen. Ja, wir suchen dann das raus, wo wir uns am wenigsten verspielt und versungen haben. Doch. Streng dich an, Junge. One, two. 3, 4. Das Einzige, was ich verletz, das Betäubungsmittelgesetz. Widerstand gegen den Gleichschrittzwang, so ist es. Und die Erregung öffentlichen Ärgernisses. Rotwein geschwängert und Zahn gebräunt. Die Haare im Wind, in der Hand einen guten Freund. Wir chillen im Stillen und freuen uns des Lebens. Die ganze Erziehung war leider vergebens. If you can take the heat, get the fuck out of the kitchen. If you can take the heat, get the fuck out of the kitchen. If you can take the heat, get the fuck out of the kitchen.
der Keks zu hart, musst du ihn halt ditchen. Schlimme Sachen passieren, müssen wir gar nicht diskutieren. Doch her mit den Gefahren, es wird höchste Zeit zum Eindruck hinterlassen. Sind wir doch immer gern bereit. If you can take the heat, get the fuck out of the kitchen. If you can take the heat, get the fuck out of the kitchen. If you can take the heat, get the fuck out of the kitchen. Ist der Keks zu hart, musst du ihn halt ditchen. If you can take the heat, get the fuck out of the kitchen. If you can take the heat, get the fuck out of the kitchen. If you can take the heat, get the fuck out of the kitchen. If you can take the heat, get the fuck out of the kitchen. If you can turn the heat, get the fuck out of the kitchen. If you can turn the heat, get the fuck out of the kitchen. If you can turn the heat, get the fuck out of the kitchen. If you can turn the heat, get the fuck out of the kitchen. If you can turn the heat, take the heat. If you can take the heat, get the fuck out of the kitchen. Also ich muss mich ja mal einschalten. Ich habe ja hier schon teilweise mitgesungen, heute nicht. Obwohl es sich so angehört hat. Ich hatte den Eindruck, hier haben mehrere Leute gesungen. Ich habe aber nur dich gesehen. Also ich wollte nur sagen, ich war das nicht. Na? Wie funktioniert denn das? Das ist Magie. Ah. Magie. Oder nein, hat nichts mit Magie zu tun. Nein, das ist hier dieses wundervolle Loop-Gerät, was wir uns geleistet haben. Und ich bin immer froh, wenn so ein Song wie der hier vorbei ist, weil das waren jetzt immerhin 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6. Das waren jetzt immerhin 9 Spuren. Habt ihr schon und wenn die dann laufen. Habt ihr schon so viel Geld mit der Musik verdient, dass ihr euch so ein teures und umfangreiches Gerät leisten könnt? Ja, natürlich. Oh. Ja, ne? Also. Aber heute kommt nichts dazu. Also mehr als 9 Spuren geht nicht. Kaum die Ohren bezahlt nicht schlecht. Das verpasst. In der Kornigerhorn, wo ein bisschen beigespielt haben. Egal. So. Fang an. Ich muss anfangen, ne? Money, ja. Manitou. Es wird Zeit, das Hemd zu bügeln, wenn die große Kälte kommt. Kommt mit 7 Meilen Stiefeln elegant gekonnt. Gefährlich ist, den Leut zu wecken, verderblich ist des Tigers Zahn. Doch der schrecklichste der Schrecken ist der Mensch in seinem Wahn. Und Manitou guckt von oben zu, und was er sieht, ist nicht grad schön. Er dreht uns seinen Rücken zu, denn er mag uns nicht mehr sehen. Stellt sich die Frage, was mache ich nur mit diesen Affen auf 2 Beinen? Die selbsternannte Spitze der Evolution, sie lässt sich nicht vereinen. Jesus, Buddha, Moses, wisst ihr, was mit denen los ist? Allah, Zeus, Shiva, Thor, was haben die da unten vor? Thank you.
Dani zuguckt von oben zu und was er sieht, ist nicht grad schön. Er dreht uns seinen Rücken zu, denn er mag uns nicht mehr sehen. Mani zuguckt von oben zu und was er sieht, ist nicht grad schön. Er dreht uns seinen Rücken zu, denn er will uns nicht mehr sehen. Kann man verstehen. Sind wir doch wieder ein bisschen ernst geworden, ne? Ernst. Also hier, es sind ja heute, es ist scheinbar über YouTube nicht ganz so komfortabel zu kommentieren, wie das über Facebook war, aber es haben doch eine ganze Menge Leute auch hier rüber gefunden, die wir sonst immer bei Facebook begrüßt haben. Das ist schön. Super Song, klatschende Hände. Wahrscheinlich gibt es ja keinen Daumen hoch, aber die machen hier klatschende Hände, mehrere. Also scheint das doch ganz gut zu laufen. Ah, doch, es gibt einen Daumen, ich sehe ja gerade. Mir hat auch einer einen Daumen gemacht. Und der geht nach oben. Also sehr gut. Ja, nee, also es kommt super an. Das freut uns. Das freut uns sehr. Soll ich jetzt noch einen Kanon machen, Kai? Oder? Nein, er hat es schon geschafft. Dann bringe ich den noch später. Okay. So, wir sind alle frei geboren. Mehr oder weniger. Zumindest, wenn wir es zulassen. Und davon handelt dieses nächste Lied. Jetzt gleich. Nein. Verzerrt. Humpelt der Hamster. Ich habe den humpelnden Humpster gefunden. Der humpelnde Humpster. Wir freuen uns übrigens sehr, das wollen wir auch zwischendurch gerne nochmal erwähnen, dass wir hier in der Kulturinsel heute sein dürfen. Vielen lieben Dank. Ja, so hört sich's aber an. Es ist nur Gegratsche. Nimm einfach die Antwortlampe. Die ist ja auch zäh gestimmt. Da muss ich ganz tief singen dann. Das schaffe ich doch nicht. Ja, so klingt es besser, aber es ist auch nicht ganz sauber. Das ist immer bei dem Lied. Da steckt bestimmt auch irgendeine fiese Organisation dahinter, die das nicht möchte, dass wir dieses Lied spielen. Jetzt besser. Okay. Ein bisschen kratzt noch, aber... Ja? Ja. Manchmal kratzt Freiheit auch ein bisschen. Mach dich auf den Weg, geh auch mal um die Ecke. Denn wer nie vom Weg abkommt, der bleibt auf der Strecke. Sei gefährlich frei, nicht in Ruhe Knecht. Scheitern ist erlaubt, es ist dein gutes Recht. Du bist frei geboren. Dich nicht in Fesseln legen, spreng die Ketten und beginn das pure Leben. Du bist frei geboren, alles andere ist nicht wahr. Und einmal auf der Reise wird alles stell dich in die Brandung und sei dein eigener Turm. Den guten Steuermann erkennt man erst im Sturm. Greife zu den Sternen, hab einfach etwas.
etwas Mut. Du weißt nicht nur mit den Augen, mit dem Herzen sieht man wirklich gut. Du bist frei geboren, lass dich nicht in Fesseln legen. Spreng die Ketten und beginn das pure Leben. Du bist frei geboren, alles andere ist nicht wahr. Einmal auf der Reise wird alles sonnenklar. Du bist frei geboren, lass dich nicht in Fesseln legen. Spreng die Ketten und genieß das pure Leben. Du bist frei geboren, alles andere ist nicht wahr. Einmal auf der Reise wird alles sonnenklar. Geht das jetzt mit der Gitarre so? Also die Gitarre hat auf alle Fälle einen Schuss weg. Würde ich jetzt mal sagen. Ne? Aber hier kam gerade eine ins Bild geflogen. Genau. Also so in mein Bild kam gerade eine. Genau, so rein. Wir können vielleicht die Gitarre wechseln, wenn du die weiterspielen willst, weil die hat irgendein Problem. Das war ein Lieder St. Bobber. Ah, das ist... Da würde ich sagen, ist elektrisch irgendwas nicht in Ordnung mit dem Gerät. Durch Zauberhand. Genau. Wir sind ja hier an der Kulturinsel, da lassen auch Künstler immer mal... Alles so viel hätten wie Instrumente. Da lassen Künstler... Da lassen Künstler offensichtlich immer mal auch was liegen. Ne? Und das manchmal auch Gitarren. Ne? Das hatten wir alles schon. Die sind nach Hause gefahren, waren nicht betrunken und haben die Gitarren liegen lassen. Das kommt davon, wenn man nicht betrunken ist, wenn man Musik macht. Kann möglich sein, das kann möglich sein. Wir hatten schon mal das... Die kuriose Sache, dass wir meine falsche Gitarren gemacht haben. Und da waren wir auch nicht betrunken. Ja, und auch nicht an Schuld. Natürlich nicht. Muss vielleicht gestimmt werden, die Gitarre? Ein bisschen? Ich kündige einfach schon mal das nächste Lied an. Ich habe mir hier ein Schifferklavier genommen. Ich mag das gar nicht, wenn das jemand sagt, das ist ein Akkordeon. Ich spiele schon sehr lang dieses Gerät. Und jeder hat irgendeine dumme andere Namensgebung dafür. Aber da es auch so gern Schifferklavier genannt wird, spielen wir jetzt ein Seemannslied. Schon unten aufgemacht? Ja. Ich komme noch mal rein. Das Reisen, die Welt dir erobern, ich bleib nicht gern lang an einem Ort. Der Nenner ist klein, doch die Liebe ist groß, uns zieht's nur halt immer mal fort. Und wenn wir uns dann wieder treffen auf See, wird's ein Fest sein, ein rauschendes Tosen. Der Steuermann nimmt das Akkordeon und es singen im Chor die Matrosen. Und du bist der Mast, der sich aufrichtet, dass ich mich halten kann oder dran reiben. Komm, wir hissen die Segel und stechen in See und wir lassen uns rettungslos treiben.
komm, wir hissen die Segel und stechen in See und wir lassen uns rettungslos treiben. Als deine Schuld schmieg ich mich an dir hoch, mal lässig und mal voller Kraft. Wir haben beide das Segel im Griff, uns durch so manchen Sturm schon geschafft. Am bittersten sind doch die Strecken, die trüben und lauen, immer gleichen. Aber ich weiß genau, du lässt dich nicht zermürben und der Nebel wird mich nicht aufweichen. Denn du bist der Mast, der sich aufrichtet, dass ich mich halten kann oder dran reiben. Komm, wir hissen die Segel und stechen in See und wir lassen uns rettungslos treiben. Komm, wir hissen die Segel und stechen in See und wir lassen uns rettungslos treiben. Möge der Käpt'n uns nie in den sicheren Hafen der Ehe lenken. Was mit Schiffen passiert, die im brackigen Wasser nur gammeln, kann man sich denken. Doch du bist der Mast, der sich aufrichtet, dass ich mich halten kann oder dran reiben. Komm, wir hissen die Segel und stechen in See und wir lassen uns rettungslos treiben. Komm, wir hissen die Segel und stechen in See und wir lassen uns rettungslos treiben. Mit der Gitarre ging das deutlich besser. Du solltest vielleicht die andere hier liegen lassen. Ja, aus Versehen die Gitarren vertauschen. Ja. Was immer in dem Sack ist, ist dann auch weg. Und am Ende schieben wir es einfach drauf, dass wir nicht betrunken waren. Genau. Hm, verdammt. Tja, dafür singen wir jetzt davon. Mal sehen. Mutti ist rum. Nein, falscher Ton. Da ist er. Was denn? Es ist schlimm, ne? Was denn? Kaputt? Doch, nee, alles gut. Schuffer, Klavier kaputt? Ich musste noch an den Looper denken. Ach so. Aber der ist schon eingestellt. Es hat schon zu lange gedauert. Ich komme noch mal rein. Mit unserer Badewanne stechen wir in See. Sie hat ein Leck, doch das ist schon okay. Der Mast ist krumm und an Bord gibt's Muddis rum. Muddis rum. Muddis rum. Muddis rum. Über uns eine Taube, das Land ist schon in Sicht. Wir schippern froh vorbei, denn nach Hause wollen wir nicht. Ist vielleicht dumm, doch wir haben ja noch Muddis rum. Muddis rum. Muddis rum. Muddis rum. Ja, mit morschem Holz und mit altem Eisen, mit glühenden Herzen gehen wir auf Reisen und singen ein auf Muddis rum, Muddis rum, Muddis rum,
Mollys rum. Haie und Piraten, komm, wir drehen bei. Heute sind wir gescheitert, morgen sind wir frei. Weiter geht es immer, schrubben wir die Planken. Vor Anker gehen wir nur noch das Rumfass neu zu betanken. Mit Mollys rum, Mollys rum, mit Mollys rum. Die Möwen, die schieden gar riesige Fladen, tun dabei den Strand mit Kacke beladen. Und zieht dir eine Möwe auch mal auf den Kopf, denk immer daran, das Leben ist top. Haha. Wir haben heute nur Weisheiten dabei. Jede Menge Weisheiten. Wir sollten ein Buch schreiben. Oder Musik machen. Wir könnten ja Musik machen vielleicht. So. Vom Schiff runter zum Rock'n'Roll. Drückt dir ein fieser Kiesel im Schuh, lässt dir der Schmerz keinen weiteren Schritt mehr zu. Kommt noch ein zweiter, dritter, vierter dazu. Hast du deswegen selbst beim Rasten keine Ruhe? Streif die Latschen ab und schüttel sie aus. Mal die Steinchen bunt an, bau ein Mandala draus. Barfuß lässt es sich doch sowieso viel besser tollen. Kick die Dinger fort, lass sie rocken und rollen. Hattest du gerade so einen tierisch guten Flow, dann plötzlich dieser Stolperstein, dein Schienbein grün und blau. Du hast ihn nicht gesehen, jetzt liegt er neben dir im Dreck. Die Pause wurde dir aufgezwungen, hat ja keinen Zweck. Steck dir eine an oder mach dir eins auf. Setz dich zum Chillen drauf, wälz ihn in den nächsten Bach, erreicht das Ufer trocken. Lass ihn doch zurück. Und er wird rollen und rocken, rocken und rollen, rollen und rocken, rocken und rollen, rollen und rocken und rocken und rollen. Baut sich vor dir wieder mal eine Felswand auf, überwinden keine Chance, da kommst du nicht rauf. Spar dir deine Kräfte, wenn du es jetzt schon bemerkst. Die dünne Luft da oben bekommt ihr nicht und den Absturz ist es nicht wert. Straff dich nochmal, mach dich für einen Umweg bereit. Dein Ziel ist nicht verloren, du hast jede Menge Zeit. Wir kriegen immer was wir brauchen, nicht was wir wollen. Was immer dir begegnet, es wird rocken und rollen. Rocken und rollen, rollen und rocken, rocken und rollen. Rollen und rocken und rocken und rollen. Und ist dir mal dein Herzelein ganz schwer von einem großen Stein, dann sing den Blues in Dur und Moll, weil das Steine erweichen soll. Oh yeah. Rocken und rollen. Rollen und rocken, rocken und rollen, rollen und rocken und rocken und rollen und rocken und rollen, rollen und rocken, rocken und rollen, rollen und rocken und rocken und rollen.
dazu zum Rock'n'Roll. Verstimmte Gitarren, wildes Haar und eine blinkende Tanzanzeige. Na, deine Gitarre, ach nee, die hat er gar nicht. Als wir nämlich geprobt haben, hat die ganze Zeit die Batterielampe geblinkert. Jetzt ist eine neue Batterie drin und die geht nicht mehr. Das ist schon verrückt. Die war wahrscheinlich das letzte Mal bei der Probe drin. Nein, die jetzt drin ist. Macht ja Kräuter. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht wieder so dolle zuhau hier. Das dröhnt wohl sehr, ne? Okay. Ist aber auch schwierig, ne? Ich hau schon gerne ein bisschen drauf. Prüf dich doch mal die Tage, grobst du die Gemengelage. Und so kam ich dann zum Schluss, dass ich hier machen muss. Ich bin ein Held, die Tanzanzeige leuchtet gelb. So zieh ich fröhlich durch die Welt, bis der Tag erhellt. Ich bin kein Star, ich bin die ganze Vogelschar. Mit Pommesgabel, wildem Haar fege ich durchs ganze Jahr. Ich ess kein Tier, das find ich klug. Am verstimmten Klavier schlürfe ich aus dem Krug. Ich bin ein Held, die Tanzanzeige leuchtet gelb. So zieh ich fröhlich durch die Welt, bis der Tag erhellt. Ich bin kein Star, ich bin die ganze Vogelschar. Mit Pommesgabel, wildem Haar fege ich durchs ganze Jahr. Ich bin ein Held, die Tanzanzeige leuchtet gelb. So zieh ich fröhlich durch die Welt, bis der Tag erhellt. Ich bin kein Star, ich bin die ganze Vogelschar. Mit Pommesgabel, wildem Haar fege ich durchs ganze Jahr. Ich bin ein Held, die Tanzanzeige leuchtet gelb. So zieh ich fröhlich durch die Welt, bis der Tag erhellt. Ich bin kein Star, ich bin die ganze Vogelschar. Mit Pommesgabel, wildem Haar fege ich durchs ganze Jahr. Padam. Sehr schön. Es gibt einen Haufen Daumen und Applaus, wollte ich nur mal sagen. Das ist cool, da freuen wir uns ganz dolle, auch wenn wir es nicht hören. Genau, es, ne? Fetzt. Weitermachen. Ja, da sehe ich Herzen und Applaus. Und schön. Fein. Appläuse. Appläuse im Hintergrund. Ja. Komm mal, ein bisschen in Stimmung jetzt hier. Das ist doch ja schön. Weit fortgeschritten. Der nächste Song ist für alle Elefanten dieser Welt, die als Kind irgendwo angepflockt waren und denken, dass sie immer noch an diesem Pflock hängen und sich deswegen nicht vom Fleck rühren. Das klingt dann ungefähr so. Das Leben hat dich hart gemacht und du glaubst, das ist gut so. Nichts haut dich mehr wirklich um. Und wenn du was nicht verstehst, dann wird das eben plattgehauen. Du fragst nicht mehr nach dem Warum. Doch ich hab in dein Herz gesehen. Da konnte es mir nicht entgehen.
Dort tief drinnen leuchtet ein helles, warmes Licht. Das an der harten Schale bricht und bricht und bricht. Du warst als Kind so herrlich unbeschwert und so voller Leidenschaft, mit Neugier, Übermut und Witz. Jetzt hast du dir ne Panzermauer um dein Herz gezimmert. Verteidigst dein Innerstes mit schwerstem Geschütz. Doch ich hab in dein Herz gesehen. Da konnte es mir nicht entgehen. Dort tief drinnen leuchtet ein helles, warmes Licht. Das an der harten Schale bricht und bricht und bricht. Du bist für mich der Elefant, gekettet an einem Pflock mit nur einem Bein, der seine eigene Kraft verkennt. Siehst nicht, was ich sehe, die Stärke, die dir inne wohnt. Du merkst nur, wie sie sticht und brennt. Und du kämpfst dagegen an, willst dich als gut dressiert beweisen. Und dann schaffst du es wieder nicht, auf diesen fremdbestimmten Gleisen brichst aus und kriegst die Wut auf alles und auf alle anderen. Und überhaupt, was wollen die nur von dir? Keiner wird kommen und dich befreien. Nein, nein. Und nichts wird's dir leichter machen, weder rauchen, ziehen noch saufen. Denn ein leichtes, frohes Herz kann man sich leider nicht erkaufen. Du musst nur einmal in dich gehen und dich selber mal verstehen. Jeder Schatten birgt als Quelle irgendwo ein Licht. Sie sprudelt über, wenn die Liebe aus dir spricht. Denn ich hab in dein Herz gesehen. Da konnte es mir nicht entgehen. Dort tief drinnen leuchtet ein helles, warmes Licht. Das an der harten Schale bricht und bricht und bricht. Ein niedlicher, schiefer Ton am Ende. Ich wollte nicht mehr so schlimm sechseln. Entschuldigung. Ich entschuldige mich bei mir selbst für dieses furchtbare Sächsisch, was ich manchmal auspacke. Denn wir gehen ja jetzt nach Amerika. Nach Amerika zu den Ureinwohnern und singen eine Geschichte, die manche schon kennen. Mir wurde auch mal gesagt, wer die sich ausgedacht hat. Ja, aber ich habe es wieder vergessen. Ich merke mir manchmal nicht so viel. Aber ich habe einen guten Arbeitsspeicher.
Kusumi saß am Fluss und fischte das Abendmahl, kehrte bald zurück zu seinen Liebsten über Berge und durch Wälder ins Miwok-Tal. Und sie aßen, tranken, lachten, wie es immer war. Und so war der Weg das Ziel, denn sie brauchten ja nicht viel. Mituna, seine Frau, die Kinder gebar, baute Boote, nähte Kleidung und lehrt den Nachwuchs Jahr für Jahr. Und sie aßen, tranken, lachten, wie es immer war. Eines Tages kam dann der vermeintlich weise Mann an, wollte beweisen, was er kann dann, und sprach Kusumi an. Er wollte ihn belehren, den Sachverhalt erklären, so als angesehener Mann, der viel redet und nichts sagt und vermutlich noch viel weniger kann. Kalkulierte, überlegte und rechnete, wie er es gelernt. Fang doch mit Netzen noch viel mehr an Fisch. Mit deinem Know-how liegt er hier bald auf jedem Tisch. Du machst Mehrwert, hast den sicheren Gewinn. So bekommt dein Leben endlich auch einen Sinn. Dann bist du bald ein richtig mächtig reicher Mann, der entspannt in der Sonne sitzen kann. Kusumi schwieg. Hey ja, hey ja, hey ja, hey ja. Hey ya, 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 hey ya. Und in der Sonne sitzt Kusumi, der reiche Mann. Hey ja, 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 hey ja. Das ist das letzte Lied. Das jetzt kommt, oder wie? Ja. Ach so, na gucken wir mal. Wir schauen mal, was die Leute sagen, ne? Ja, macht erst mal, dann gucken wir mal. Wir machen das Lied.
nochmal diese Bongoleis hier. Der Looper war jetzt wieder sehr leise. Kann man den nochmal ein bisschen lauter machen, dass ich mich gut hören kann? Also ich habe dich super gehört. Das ist schön. Aber ich bin ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen, glaube ich, weil ich nicht genau hörte. So. Schneller, weiter, höher. Jetzt habe ich dich nicht mehr gehört. Sorry, jetzt habe ich die Gitarre nicht mehr gehört. Ach so, das ist ja die falsche Gitarre. Also so viele Gitarren, da kann man schon mal durcheinander kommen. Ja. Ne, also, das verstehe ich vollkommen. Zumal wir jetzt noch eine zusätzliche haben, ne? Also jetzt, sagen wir, vorher waren es nur zwei, da mag es noch gehen, die eine oder die andere. Aber jetzt sind es drei, da kommen wir völlig durcheinander. Ja, eben, genau. Welcome to the Freak Show. Warte, wie war das? Nein. Aber jetzt geht's los. Pass auf. Schneller, weiter, höher. So wird es sonst gesagt. Doch lieber Ebbe auf dem Konto als einen Herzinfarkt. Immer locker bleiben ist auch Wolken verhangen durch düstere Täler ist schon jeder mal gegangen. Pack deine Sachen sieben, die Flügel um zu fliegen. Lass all den Irrsinn liegen und bleib dabei gediegen. Nimm dich einmal selbst beiseite und suche mit dir das Weite. Die Gitarre stimmen, übers Leben sinnen, das ist grundsätzlich nie verkehrt. Mach das Leben lebenswert und machst du dich niemals verrückt, ist dir das Beste schon geglückt. Pack deine Sachen sieben.
Rocken. Rock'n'Roll. Also normalerweise fassen die uns an und verbeugen uns. Das durften wir ja jetzt nicht. Deswegen haben wir uns was Neues ausgedacht. Und weil der Kai nicht betrunken ist, hat er jetzt direkt Rock'n'Roll. Das hat es jetzt auf alle Fälle rausgerissen. Unglaublich. Das hat es jetzt vollkommen rausgerissen. Das hatten wir hier noch nicht. Ein tanzendes Musikerpärchen mit drei Gitarren, ganz vielen Stimmen am Fußboden, die auf Knopfdruck reagieren. Vor allen Dingen, das Interessante ist, die Frauen halten den Mund, wenn man ausschaltet. Cool, ne? Ja? Cool. Und deshalb, nur deshalb hält es der Kai. Das funktioniert aber nur bei denen da unten. Deshalb hält es der Kai wahrscheinlich überhaupt auch nur aus. Ne? Ja. Kai, wir unterhalten uns dann draußen nochmal, wenn wir mit 1,50 Meter Abstand jeder seine eigene Zigarette rauchen. Ja, genau. Und im Übrigen, das muss ich hier an der Stelle nochmal loswerden. Also es gibt natürlich noch eine Zugabe, ihr könnt euch schon derweil mal vorbereiten, denn auch meine Flasche ist ja noch nicht ganz leer. Ich habe noch einen Schluck drin und demzufolge muss es eine Zugabe geben. Und es gab auch Leute, die der Meinung waren, ihr sollt noch was spielen. Und ich fand das wirklich gut. Der Andreas hatte mich ja schon vorgewarnt. Er war zur letzten Niedernacht im Dezember, glaube ich, ne? War der ja in der Barbara. Und seitdem Andreas sehr positiv aufgefallen, was heißen will, weil der kennt sich wirklich aus und hört ja unheimlich viel. Und ich kann das nur bestätigen, mir hat es sehr gut gefallen. Ich finde die Texte sehr gut. Und das letzte Lied mit dem Schneller, Höher, Weiter, das ist ja eigentlich der klassische Corona-Hit. Denn genau das ist doch, glaube ich, eins unserer Probleme, dieser Irrsinn im Hamsterrad. Wir sollten einfach mal eine Nummer zurückschalten und etwas ruhiger angehen. Da sind wir heute einige Stellen so irgendwie rangehupft. Na? Genau, finde ich gut. Weil genau das sind die Punkte, über die man, glaube ich, in so einer Zeit auch mal wirklich nachdenken sollte. Denn im alltäglichen Alltag ist ja für sowas meistens keine Zeit. Okay, dann gibt es jetzt die Zugabe und seid ihr soweit? Oder musst du erst noch eine der drei Gitarren wechseln? Das kann natürlich möglich sein. Ne? Ich vergessen, weil der Capo hier, Capo da gesagt. Das ist das neue Hütchenspiel. Also ich hatte hier schon welche, da musste die Frau dem Mann immer sagen, wo er das Capo anstecken muss, weil der auch völlig. Der hatte aber nur eine Gitarre, glaube ich, mit. Aber der war selbst durch das Capo schon an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit. Ne? Ja, das nächste ist ein Cover jetzt. Ein Coverlied. Nämlich, es ist ein Lied. Das hast du selbst zu verschulden hier. Ja, ich weiß. Diese Unordnung. Nochmal. Dies ist ein Lied für alle Tiere, die jeden Tag sterben. Sinnlos! Ich hu das Fleisch vom Schwein mir zentnerweise ein. Und auch so manche Kuh hab ich schon verschlungen. Doch mit dem Fleischgenuss ist für mich endlich Schluss. Mein Gewissen hat mich dazu gezwungen. Ich werd niemals dick und rund, weil ich mich gut ernähr. Von jetzt an leb ich gesund und bin zu Tieren fair. Für mich macht niemand Tiere tot. Ich leg mir Löwenzahn aufs Brot. Halleluja, denn ich esse. Ich esse Blumen, denn Tiere tun mir leid. Lieber Akazie statt nen dicken, fetten Schinken. Ich esse Blumen, Fleisch bringt mir Übelkeit. Und die Fäkalien tun dann auch nicht mehr so stinken. Wenn ich auch neidisch werd, wenn jemand Steak einzerrt. Ich esse Schnittlauch und ein Omelett mit Rosen. Wenn's Würstchen noch so lacht, es ist aus Tier gemacht. Nur meine Katzen fressen Kuragu aus Dosen. Ich werd niemals dick und rund, weil ich mich gut ernähr. Von jetzt an leb ich gesund und bin zu Tieren fair. Für mich macht niemand Tiere tot. Ich leg mir Löwenzahn aufs Brot. Halleluja, denn ich esse Blumen.
denn Tiere tun mir leid. Lieber Akazie statt nen dicken, fetten Schinken. Ich ess Blumen, Fleisch bringt mir Übelkeit. Und die Fäkalien tun dann auch nicht mehr so stinken, nein. Miau! Die auf einer Schlachtbank ihre Ermordung harren. Weißt du eigentlich, wie dankbar Hühneraugen blicken können, wenn sie dir sagen wollen: Danke, dass du mich verschont hast. Denn ich ess? Ich ess Blumen, denn Tiere tun mir leid. Lieber Akazie statt nen dicken, fetten Schinken. Ich ess Blumen, Fleisch bringt mir Übelkeit. Und die Fäkalien tun dann auch nicht mehr so stinken. Ich ess Blumen, denn Tiere tun mir leid. Lieber Akazie statt nem dicken, fetten Schinken. Ich ess Blumen, Fleisch bringt mir Übelkeit. Und die Fäkalien tun dann auch nicht mehr so stinken. Ich ess Blumen. Ich ess Blumen. Ich ess Blumen. So, das war sehr schön. Und ja, das hat man eigentlich gar nicht gemerkt, dass es ein Cover war. Von den Ärzten. Ja, ich weiß, aber nee, das passt super rein. Ja, war echt geil. Version, ja. Und auch dieser Text hat es ja wieder in sich. Ja? Schön, dass wir uns da einig sind. Ja. Und ich traue mir es ja gar nicht zu sagen. Ich bin ja bekannt dafür, dass ich die Konzerte immer auch dazu benutze, meine Bockwurst-Diät fortzusetzen. Und da bin ich natürlich jetzt durch diese Corona-bedingten Konzertausfälle bin ich natürlich schwer geschädigt, weil meine Frau kocht keine Bockwurst. Aber, und deshalb komme ich ja eigentlich immer hierher. Ist es schon warm? Gleich gibt's Bockwurst. Genau, ne? Denn die Anja, die hat das erkannt und hat und tatsächlich nach jedem Ding, wenn ich hier ausschalte und ihr jetzt gleich den Rückblick seht, den heute nochmal Joseph Parsons machen wird, dann gibt es hier eine Bockwurst auf dem Tisch. Und das ist das Genialste an der ganzen Woche. Ne? So, Freunde. Okay. Du kannst da alleine essen. Es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Heute Wiener. Genau. Also wer keine Bockwurst isst, der kriegt Wiener. Ganz klar. Also wir haben auch Vegetarisches. Keine Frage. Nee, Spaß beiseite. Es war super. Ja. Und vielen Dank. Danke auch allen, die am Bildschirm so geharrt haben, auf uns geharrt haben und gewartet haben und zugeguckt haben und Geduld hatten. War heute ein bisschen eine schwere Geburt. Ich habe euch alle ganz doll lieb. Genau. Also guckt einfach morgen nochmal rein. Da gibt es dann, wie gesagt, das rekordete Konzert. Vielen Dank, ihr zwei. Und kommt dann auch gut nach Hause. Es waren einige Lichten Tanner heute mit am Bildschirm, hätte ich fast gesagt. Oder zumindest hier am Monitor. Ja. Eins muss ich noch loswerden, ich habe noch genau 4 Flaschen Corona, weil 2 sind schon leer. Und wir haben aber tatsächlich Livestreams geplant bis einschließlich zum 29.06. immer montags, außer nächste Woche. Merkt euch das, nächste Woche mal ausnahmsweise am Dienstag. Da habe ich nämlich am Montag noch eine traurige Sache zu erledigen und deswegen mussten wir das auf Dienstag verschieben. Wir werden nächste Woche jemanden aus Chemnitz hier haben, eine Solokünstlerin. Ihr werdet es in der Vorschau sehen, die ihr morgen dann auf Facebook seht. Und wir hoffen mal, dass wir dann bis nächste Woche die Internetprobleme hier lösen konnten und diese Kiste dann neu gestartet worden ist, der Router, um dann in der nächsten Woche tatsächlich wieder endlich mal hoffentlich ohne technische Probleme und halbwegs pünktlich in den Stream zu starten. Bleibt schön gesund, empfehlt uns weiter, kommt nächste Woche wieder und ja, wie gesagt, jetzt kommt der Rückblick. Tschüss.
Tonight I pulled up anchor and I set my sails to sea. I went out to the blue, the ocean blue, just me and my piracy. When I stepped on the land, I took her hand. We were chasing the greatest adventure. And I didn't look back, I moored my boat alongside of the road. So we built a home north of the city. Close enough, yet far enough away. And we built that home of mortar and stone along the side of the road. But then along she came, the dream again, to see the blue horizon. Questioned love and I gave a sigh. Now I'll always have a mistress. She's a windy, restless sea. Though I stand on dry land, it's not where my heart beats. My mistress. So I let it pass, I let it go. My eyes fixed straight and blinded. Where these gardens grew, the children grow alongside of the road. So what more can I ask from you, when you gave me all that you could? Would you endure my restlessness as I dream about my goal? And then along she came, the dream again, the blue horizon. And I questioned love and I gave a sigh. I'll always have a mistress. She's a windy, restless sea. Though I stand on dry land, it's not where my heart I'll always have a mistress, windy, restless sea. Though I stand on dry land, it's not where my heart is. My mistress, mistress. Tonight I pulled up anchor and I set my sails to sea. Out to the blue I left in shame, just me and my piracy.